Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Beim letzten Mal haben wir Kolonie Iota gerettet. Und jetzt sind wir dran, hier Kolonie Iota auch bei den Problemen zu helfen. Es hat die Soldatin gut gemacht. Ich weiß nicht mal, was sie gut gemacht hat. Aber hast du gut gemacht. Okay. Klingt doch ganz gut. Okay. Das klingt echt nice. Scheinbar nicht. Ja, holen wir die mal. Nichts zu danken. Ich glaube, ihr reicht es, wenn sie ihn so bekommt, ne? Der Erntetag. Waren hier nicht auch noch irgendwo Infos da? Ach, wollen die Kolonie 4 helfen? Guck mal, die wollen ihren Feinden sogar helfen. Sind ja richtig goldig. Muss mich hier auf jeden Fall auch einmal umschauen. Allein deswegen schon. Guck mal, dieser wunderschöne Container da, der schaut mich so rufend an. Misaka, ich bring was. Ich glaube, der geht's nicht gut. Ja, so weg, Mann. Ja, du wirst überfallen.
Würde auch funktionieren, aber das hat einen wesentlich aggressiveren Effekt. Schon verpennt. Yay! Sie macht ihren Job gut. Das war doch nicht alles, oder? Solange sie ihren Job gut macht, ist doch alles gut. Misaka haben wir es abgegeben. Da müsste ich auch mal gucken, haben sich ja neue Karten hinzugefügt mittlerweile? Ja, weil die sich dann auch mehr Mühe geben, ne? Das war tatsächlich alles. Danke, das war gefühlt ein Geschenk der Quest. Hat ja auch mehr oder weniger funktioniert. Oh, und ein neuer Restpunkt. I'm sure you're all starved by now. Vielleicht kriegen wir eine neue Mahlzeit. Aber hier gehen wir gleich noch mal hin. Kann ja sein, dass hier noch weitere Informationen sind. Lass die erstmal absammeln, würde ich sagen. Oh, lecker Zeug. Da war auch Geld drunter. Leckeres Geld. Time for a nice big breakfast.
ein neues Thema zum Bequatschen. War auch eine gute Entscheidung. Jetzt habt ihr ja genügend Lebensmittel und Medikamente. Einmal auf damit. Da wartet ein schöner Container. Wird da unten vielleicht auch noch irgendwer was bequatschen? Ich kann ja mittlerweile hier mit allen reden. In der Richtung habe ich jetzt nichts weiter gesehen. Ich muss auch mit dem Händler Lupon reden. Aber ihn. Bei ihr kann ich Essen kaufen. Und was verkaufst du? Ja, Schaden bei Portalangriffen, bei Seitenangriffen. Ja, gib mal her. Ich brauche Geld. Das Problem kannte ich schon gar nicht mehr. Okay, und hier geht's in ein neues Gebiet. Dann mal gucken, was wir hier an Essen so mitnehmen können. In Kantinen haben ja immer ein neues Gericht, was man probieren kann und dann später nachkochen kann. Flussvogel Knusper. Erhöht Goldmenge um 30%. Oh, lecker. Boah, das sieht auch irre gut aus, das Essen. Das würde ich selber gerne mal probieren. Bauchi voll Knusper gelernt. Okay, Körperpflege ist keine Quest, Kollektionskarten nicht, aber das mit den Gütern, das ist auf jeden Fall eine Quest. Besprechen wir das mit den Gütern als letztes. About that thing. Vielleicht fanden sie die Idee ja selber ganz gut. Ich war noch nie in einem Sandsturm, ich will es aber auch nicht rausfinden. Okay. Das wusste ich nicht. Hört sich eher wie Katze an. Man kann sich auch gegen ihren Willen dazu zwingen, ein Bad zu nehmen. We need to lay all this out.
Leute brauchen Hilfe, also hilf man. Stimmt, vorher war man ja Freunde. Wahrscheinlich haben sie es deswegen auch bewilligt, damit der Krieg länger dauert. Ja, stimmt, sie konnte ja kaum die Uhr kaputt machen. Okay. Okay, ich renne sofort hin. Zur Kreisgrotte? Wo war die denn? Die war irre weit weg. Guck gerade hier die Karten durch. Komm, Kolonie 30 hat jetzt auch ein paar Karten. Kolonie 4. Kolonie Jota sind auch ein paar dazugekommen. Guck mal, da kriege ich auch richtig viel Harmonie für. Feels nice filling all that in. Hier mittlerweile richtig viel zum Abgeben. Feels nice. Die Person hier will auch nur Heilgras haben. Guck ich mal bei Gelegenheit drüber. Bin gerade irgendwie blind. Ich glaube, wir müssen den Weg laufen. Ich sehe keinen Schnellreisepunkt, der dahin führt. Dann haben wir heute wohl eine Wanderung vor uns. Das ist offenbar ein Ort, wo ich noch nie vorher war. Oh, hier ist noch mal jemand zum Quatschen.
Ah, kann er über seine Waffe mal reden. Ich weiß gar nicht mehr, welches Level die Viecher in dem Gebiet hatten. Ah, okay, ein Level, mit dem ich mittlerweile klarkomme. Abgesehen von Fischi Fisch da oben. Da brauche ich gar nicht nachgucken. Das Ding wird wieder Level 60 irgendwas sein. Send them off. 600 Meter muss ich rennen. Mit Lebewesen an meiner Seite, die mich umbringen wollen. Vorne sehe ich doch auch eine Höhle. Und eine Hülle. Vielleicht sogar ein Reisepunkt? Danes Klaue. Okay. Die Höhle ist kein Punkt, der irgendwie wertvoll wäre. Aber diese Höhle lasse ich hier nicht liegen. Angst vor den mächtigen Viechern, die mir hier über den Weg laufen. A new location. Da sind Gorillas. Oh, da kloppen sie sich. Und hier habe ich gerade was gesehen auf der Karte. Komm, da mische ich mich mal ein. Ich helfe mal den Dexten. Will die Affen bekämpfen. Aua! Da liegen zwei! Keiner unserer Heiler ist gerade in der Lage zu heilen. Okay, die können hier was. Nein, Gott, nicht mehr heilen. Oh, haben den Kampf überlebt. Ich muss leveln. Da ist ein Level 73, 74er Affe sogar. Ich glaube, der würde mir in den Hintern treten. Würde sich dann noch Stücke von meinem Hintern von seinem Fuß abkratzen müssen.
I know it's grim, but it needs doing. Mio will auch trillern. Sie schafft es aber nicht. Oh, my plumage is everywhere. He looks angry. Is he angry? He's just not very expressive is all. Still cute though, just like an Arden. So würde ich es nicht nennen, ne? Er ist noch wütend, dass wir ihn platt gemacht haben. Ja, stimmt schon irgendwo. Sie ist die Nettigkeit in Person. Boah, ewig, wenn ich jeden Gegner hier platt mache. Ich renne einfach durch. So, jetzt mache ich euch platt. Waren es nicht gerade eben noch mehr? Ich dachte gerade kurz, die Raupen wären friedlich. Ah, sind sie auch. Mich hat ein Flatter angegriffen. Ich habe aus Versehen noch eine weitere Raupe attackiert. Nope. Wow. Das ist direkt neben mir? Nee. Okay, ich mache jetzt das, was ich gerade eben gesagt habe. Ich renne einfach durch. Ignoriere mir die Gegner am besten. Gegen eine Truppe kommen wir nicht an. Einfach durchlaufen. Okay, darunter will ich. Wo kann ich den Äther mitnehmen? Ich brauche mittlerweile wieder 9. Don't mind if I do. Hey, this one means business. Ich will nur vorbei, ich will euch nix. Ey, die können sich die Wachen echt sparen. Ich hoffe, ich laufe hier richtig. Ich glaube, ich muss hier jetzt unten rum. Ich kann. Ich habe das Gefühl, ich verlaufe mich gerade. Da ist ein Boss.
Wie wäre es, wenn ich einfach den Boss hier jetzt platt mache? Und davor einmal kurz die Raubmaus daneben fern. Also, ich habe den Boss hier gerade versucht, auch ohne die Würmchen, die kriege ich nicht platt. Ich überlege gerade die ganze Zeit nur, wo ich mal lang muss. Den reinster Ölgarten. Ja genau, guck in die andere Richtung. Ich bin für dich nicht interessant. You want me to lead? Ich glaube, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Well, we've been found. Die wollen uns nix. Die sind friedlich. Was ist denn das hier für eine unterirdische Höhle hier? Wir haben auf jeden Fall einen Reisepunkt entdeckt. Ich glaube, ich bin hier auf der im richtigen Weg. Einfach weiterlaufen. I see our target. That's the storehouse. I see. It's well protected all the way down here. We've never been here before. Wir sind im Geheimlager angekommen. Die ist die Herrscherin. Könnte man so sagen, ja. Man weiß nie, ob irgendwer zum Verräter wird. Das sind gute Fragen. Da herrscht auf jeden Fall Vertrauen. Ist doch jetzt, glaube ich, unnötig mit der Zeit, oder? Jetzt, wo die Uhren weg sind.
Alle Güter. Ist das nicht ähnlich? Okay. Would you believe it? Wem genau? Ach, Äffel. Feels nice filling all that in. Und damit habe ich die Zusammenarbeit verbessert. Auch nur auf die Hälfte. Die aus unserer Kolonie, also die allerersten, die haben doch Nahrungsprobleme. Können wir da nicht auch helfen? So, aus reinem Prinzip. Colony relations change, looks like. Das interessiert mich jetzt gerade. Ja, hier, Sion. Feels nice filling all that in. Auch Sido können mir helfen. Lambda und Waldi brauchen auch, also Kolonie 30 brauchen auch noch mal. Kolonie Tau, wie genau komme ich denn an deren Güter überhaupt dran? Also an die Kolonie Iota Güter. Ich gönne den beiden auf jeden Fall. Ich sehe jetzt nicht, dass ich hier irgendwo Kolonie Iota Güter bekommen würde. Wie komme ich an diese Güter dran? Colony relations change, looks like. Colony relations change, looks like. Ja, die vertragen sich jetzt alle auf jeden Fall mit Kolonie Iota, ne? Vielleicht kann ich hier auch einfach so ab und zu was abholen. Ist ja auch möglich. Guck mal, Kolonie Iota hilft richtig vielen Kolonien. Na gut. Ich finde, wir haben damit dann jetzt für heute genug getan. Ging ja lang genug. Wenn es euch gefallen hat heute, Leute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!